Weiter geht's mit Valorant 2. Wir haben das letzte Mal vor dem Minispiel aufgehört. Da der letzte Part ein bisschen eine Katastrophe war. Es muss die 5 sein. Oder die 9. Hätte es auch sein können. Aber das Level muss ich so oder so nochmal machen, also... Von daher... Find the hidden door. Okay, was war das nochmal? Ah! Eins meiner Lieblingslevel. Denn... Es fängt so an. Ja, ja. Gegner. Raum. Und Ende. Das war's. Hier geht's nicht weiter. Denn wenn man hier hinhüpft, scrollt es nach unten. Und das ist so ein Level, wo man graben muss. Sehr viel graben. Ja, und hier haben wir diese Affen. Ich glaube, mehr ist hier gar nicht. Ne. Das hier ist eine Fake-Sackgasse. Also die Sackgasse ist echt. Natürlich. Und jetzt habe ich ein Problem, hier reinzukommen. Hier haben wir eine Tür. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Moment. Ja. Warte. Hä? Das ist falsch. Das ist sowas von falsch. Und es geht weiter. Nach rechts und nach links. Hier gibt es aber nichts, was man nur mit Gegnern zerstören kann. Soweit ich mich erinnern kann. Oh. Eine Falle. Okay, hier ist sonst nichts. Der angedeutete Weg ist natürlich der richtige. Oh, das muss ja auch schon alles gewesen sein. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Ja. Moment. Hier geht's nicht runter? Was ist dann hier?
Genau, hier ist wieder Geld. Das müsste es gewesen sein. Das sieht irgendwie komisch aus. Moment. Wie kommt man da noch mal hin? Da oben. Da muss es doch irgendwo noch nach unten gegangen sein. Aha. Ah. Nein. Nein! Warum? Ich konnte irgendwie nicht auf diese Blöcke, aber da wären die wertvollen Münzen gewesen. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Weil ich nicht auf die Blöcke konnte. Komisch. Das heißt, ich habe schon wieder keine Möglichkeit, das Minispiel auf einfach zu spielen, wodurch ich dann verlieren werde. Oh. Das Scrollen kann nervig sein von einem Bildschirm. Ich glaube, das ist der richtige Weg. So, das war's dann auch mit dem Bereich hier schon mal. Jetzt kommt noch so ein Wasserabschnitt.
bei dem man auch fast alles kaputt machen kann. Und das müsste der letzte Abschnitt sein, wo man graben muss. Da gibt es dann das Minispiel und das Ziel. Denke ich. Das ist schon das Ziel. Ja, da bin ich genau in die falsche Richtung gegangen. Wo war das nochmal? Echt nicht hier? Hier sollte man wohl zuerst lang gehen eigentlich. Und dann sieht man das Ziel dann nämlich schon. Kommt aber nicht hin. Was? Sonst kann man die doch immer weghauen. Dachte ich. So. Schön auf easy. Das kann ich auch schaffen. Boah, mir fällt gerade ein... Boah, wieso bin ich nicht vor auf die Idee gekommen? Ich kann ja eigentlich auf den Vorschaubildschirm der Aufnahme gucken. Der ist deutlich kleiner. Ja, aber das war's mit dem Level. Das Minispiel ändert sich auch, sobald man, ich glaube, ein Ending erreicht hat. Sechs oder fünf. Ah, das wird es natürlich jetzt wieder so lange raus. Ah, fünf. Also es wird deutlich schwieriger, sobald man ein Ending hat, weil man da nicht mehr drücken kann, bestätigen, also noch eins ziehen, sondern er zahlt automatisch immer ab und man muss Stopp drücken. Ist jetzt nicht so viel anders, aber... Oh, dann ist es schon der finale Part. Stimmt. Ja, habe ich ja gesagt. Eigentlich schon im letzten Part. Von der Hauptstory natürlich. Das ist extrem nervig, dieses Level. Wir haben eine Amal. Ja, die schießen nämlich instant. Wenn sie einen sehen.
Okay, einfach ignorieren. Oh. Eins, zwei, drei. Ja, die kriegt man da schlecht raus. Was ich machen will, ist... Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen will. Ach, ich glaube, dann... Ja, ich habe einen raus. Endlich. Weg mit dem. Davon muss man aber einen leben lassen, soweit ich weiß. Denn... Yep. Sonst geht's hier nicht weiter. Und hier wäre auch schon der Boss. Der wird allerdings nicht ganz einfach. Und aber auch ziemlich genial. Dann gehen wir so rein. Anders kriege ich das nicht hin. Doch, jetzt. Das Level ist sogar erstaunlich kurz. Ich versuche das. Ich bin jetzt einfach mal so wahnsinnig und gehe auf Normal und schaue auf dem kleinen Ausschnitt. Okay, ist hier. Und ich kriege die Krone. Im letzten regulären Level. Ja, und jetzt kommt der Boss. Captain Syrup. Und sie hat ein komisches Gefährt. Und Flammen. Von denen darf man sich nicht treffen lassen? Ja, Gegner. Die dürfen nicht abfackeln. Da kann man nicht viel dagegen machen. Und dann muss man die auf sie werfen. Jetzt werden die Flammen ein bisschen schneller. Aber jetzt kommt die richtige Phase. Und zwar, jetzt wirft sie Bomben. Ja, und die hauen einen weg. Die erzeugen nämlich auch Flammen. Allerdings kommt man so in den Bereich, den man sonst gar nicht sieht. Deshalb habe ich das natürlich so gemacht. Jetzt
Jetzt kommt man nämlich da raus, wo man vorher oben so Münzen gesehen hat. Hier gibt es sogar noch wesentlich mehr. Oh, das wusste ich schon gar nicht mehr. Hier muss man das, glaube ich, alles als kleiner machen. Allerdings, als kleiner kann man nicht angreifen. Oder? Was man ist? Ja. Denn sonst kommt man da nicht hoch. Ja, treffen lassen verwandelt einen auch zurück. In dem Fall. Ja, und das war's auch schon, was es so in diesem Level zu sehen gibt. So, und was man bei den Bomben machen muss, man muss die nämlich in der Luft auffangen. Und dann nicht auf sie werfen, sondern auf die Flammen, die regulär aus dem Boden kommen. Und die müssen dann sie treffen. Das ist extrem schwierig. Jetzt. Was schon mal. Aber das Schwierigste ist tatsächlich die die Bomben zu fangen. Genau so. Und das Ganze jetzt noch einmal. Nein! Yes. Und damit kommen jetzt die Credits. Nach dem Minispiel hier. Also, das dürfte jetzt das letzte Mal sein, dass es regulär abläuft. Acht oder sechs? Sechs. Und das wäre jetzt genau die Hälfte, wenn wir nicht eins verpasst hätten. Und Ending Cutscene. Explosion. Und die drei fliegen weg. Wario hat seine drei Geldsäcke wieder. Richtig viel. Und jetzt kommt was, was cool ist an den meisten Wario Land Spielen. Denn er läuft jetzt in den Credits eben nach Hause und da sieht man dann alle Welten mit bestimmten, ja, also Hintergründe, die die Welten repräsentieren. Oder? Ich denke schon. Ja. Wobei nicht wirklich.
Aber die Eule hat die Geldsäcke auf dem Kopf. Okay, nein, doch nicht mit den Welten. Habe ich dann anders in Erinnerung gehabt. Wenn man das Spiel mit dem ersten Teil vergleicht, ist es deutlich besser. Ich fand, als ich den ersten Teil dann wirklich jetzt mal komplett gespielt habe, das hat nicht wirklich. Also vieles davon fand ich ein bisschen seltsam durchdacht, ehrlich gesagt. Also, den ersten Teil würde ich. Also, den kann man ruhig ignorieren, den muss man nicht unbedingt spielen, aber dieses Spiel finde ich schon ziemlich cool. Also, wenn man jetzt Wario Land überhaupt nicht kennt, ich würde nicht sagen, dass es mein Favorit ist. Denn ich finde, der dritte Teil gefällt mir nochmal besser. Allerdings ist das ein sehr, sehr gutes Wario Land. Viele finden den vierten Teil am besten. Ich persönlich finde den aber nicht so gut, weil was es im vierten Teil nicht gibt, ist das Backtracking. Im zweiten Teil ist es ziemlich wichtig, weil man muss in jedem. Oder man kann in jedem Level vier Schätze finden. Und das ist so aufgebaut, dass man mit bestimmten Schätzen neue Sachen freischaltet, erstmal Level, oder auch neue Fähigkeiten und neue Sachen in Leveln sich verändern. So, genau, 50%. Leider nur 48% Schätze und vom Bild. Hier sieht man es dann auch nochmal, welche Schätze es gibt. Ja, da habe ich natürlich diesen einen nicht gekriegt. Und hier ebenfalls. Und hier sieht man auch dann die Map mit den verschiedenen Wegen. Da gibt es zum Beispiel Abzweigungen oder halt komplett, also alternative Wege meine ich. Zum Beispiel da bei diesem Glasstück und bei dem Handschuh. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Ich glaube, hier muss man das Spiel tatsächlich ausmachen. Und es ist gespeichert. Also dann, im nächsten Part, denke ich, werden wir mit dem. Also ich werde jetzt auf jeden Fall offscreen die Sachen nachholen, die ich jetzt nicht bekommen habe, die zwei Stück. Und im nächsten Part, ich weiß nicht, soll ich das von oben nach unten machen? Oder ich zeige erstmal diese beiden Abzweigungen, die noch kein. Ne, wobei. Bei der einen Abzweigung gibt es
zusätzlich die Möglichkeit, noch ein alternatives Ending zu bekommen. Aber ich denke, ich werde erstmal die obere Abzweigung machen. Das müsste im Keller sein. Und ich glaube, ich meine, dass ich diesen Weg sogar schon gezeigt habe, wo sich der befindet. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Hier bin ich jetzt beim Nachholen dieses eines Teils, das ich verpasst habe, das Kartenteil. Und hier wird jetzt gerade erklärt, wie das jetzt abläuft. Genau, Subgame Contents will change slightly. Okay, Subgame Contents, ob man das als Subgame Content jetzt bezeichnen kann. Aber gut. Auf jeden Fall, ja, hier wird es dann erklärt. Ja, 50 Münzen, so wie vorher auch. Nur, es geht automatisch. Und man muss halt dann Stopp drücken. Das hier wäre eigentlich Blödsinn, weil es kann die 6 und die 8 sein. Und er rät auch falsch, glaube ich, in der Demonstration. Oder? Ne? Das war jetzt aber nur eine Demonstration, also ich kriege hier nichts geschenkt. Nein? Kann die 2 sein? Aber auch... Kann das noch was anderes sein? 9. Na, was? 9, Quatsch. Es kann nur die 2 sein. Blödsinn, es kann doch keine 9 sein. E vielleicht. Okay, das war jetzt... Das hat jetzt hart viel Geld gezogen. Tja, so kann's passieren. So wird es passieren.